Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen wieder einmal bei der LS22 Feuerwehr bei mir auf dem Kanal Line HD. Ich grüße euch, meine lieben Freunde, und ja, jetzt muss ich überlegen, wie ich am besten anfange. Ich brauche mal eure Hilfe, und das meine ich auch wirklich so, wie ich das gerade sage. Und zwar geht es darum, ich war eine ganze Zeit jetzt nicht da gewesen, weil ich diese Probleme hatte da mit PC und privat und Arbeit und bla 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 bla. Ist Sülze wie immer. So, ich habe erst die Tage, ich glaube vor 2 Tagen habe ich ja das eine erste Video gemacht. Dieses Black and White. Haben wir schon mal wieder ein bisschen angefangen auf der NF Marsch. Des Weiteren habe ich euch ja auch gesagt in diesem Video, dass mir diese, ja, ich so ein bisschen Probleme mit dem PC hatte und wahrscheinlich auch einfach das Spiel abgekackt ist, wie man so schön sagt. Sorry für den Ausdruck. Das ist meine LS-Feuerwehr auch komplett zerfetzt hat. Also das hat nicht mehr richtig, ist nicht mehr ruhig mal rund gelaufen. Ihr habt ja gesehen, dass die Fahrzeuge teilweise total von der Grafik her schlecht waren, also verschwommen waren. Und die Sache ist die, dass ich jetzt auch jemanden habe, an der Hand habe, eine kleine Gruppe von motivierten, ja, ich sage es mal, Grafikern oder wie man das nennt, ich habe keine Ahnung, die so ein bisschen Fahrzeuge konzipieren, verändern und so. Also es ist total geil, die haben ja auch schon mal den einen oder anderen Vorschlag gemacht. Ihr seht es hier zum Beispiel jetzt da auf dieser Drehleiter 2312, da sieht man schon mal die Feuerwehr Marsch Brühl. Das ist schon mal so ein kleiner Grafik-Sache, die sie da gemacht haben. Ja, wenn ihr mal so guckt jetzt hier, wie die aussieht. Ja, mit den Neonstreifen und dann Feuerwehr Marsch Brühl. Das ist ja die nagelneueste Drehleiter, die ihr seht. Aber wir sind dann noch ein bisschen in Gesprächen, wie wir das am besten hinmachen. Warum ich heute das Video mache und was ich euch mal eure Hilfe brauche. Ich habe mir, nachdem ja alles hier zerschossen worden ist, so ein bisschen mal kurz die Gedanken gemacht. Ist die Marsch Brühl, also sprich, ist die NF Marsch Karte noch gut für LS22 Feuerwehr? Fragezeichen. Das kann ich noch nicht mal richtig mehr beantworten. Für dieses Black and White Projekt, brauchen wir nicht zu reden, bleibt die NF Marsch. Ich liebe die Karte über alles. Das ist eine total super, super tolle Karte. Ja, und ich bin auch total begeistert. Fakt ist nur, ich muss jetzt noch mal was anderes machen, ganz kurz. Ich will mich nämlich mal hochschießen. Ja, ich weiß, ich hätte auch Dings machen können über F12, wollte ich jetzt nicht. Achso, man sollte vielleicht vorher auch aussteigen. Und dann klappt das auch mit dem Nachbarn. So, Frage ist, ihr seht, ich musste die Karte neu laden, weil hat alles zerschossener, ja? Ihr habt ja da vorne gesehen, dass ich, hier war ja die ganze Zeit meine große Hauptfeuerwache. Für mich ist jetzt einfach die große Frage, ist diese Karte noch akzeptabel für LS22 Feuerwehr? Frage ist damit gemeint, weil wir haben hier nur eine einzige größere Stadt. Mein Ziel war es jetzt eigentlich, oder mein Wunsch ist es eigentlich zu sagen, ich möchte gerne eine einzige Wache der Berufsfeuerwehr haben. Wo jetzt wirklich dann die Hauptwache ist, wo 24 Stunden besetzt ist, wo dann so der Hauptkern steht, also die Drehleiter, HLF, ELW, bla 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 bla. Und dann vielleicht noch 2 freiwillige Feuerwehren. In der Realität bei einer Großstadt wie Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Leipzig, wie auch immer, wo es Berufsfeuerwehren gibt, gibt es natürlich dort auch ganz viele freiwillige Feuerwehren. Und ich finde, man sollte es 1:1 gerecht halten, weil auch die freiwillige Feuerwehr macht unheimlich viel Arbeit, ja. Die ist ja da doch bei vielen Einsätzen dabei und unterstützt natürlich die Berufsfeuerwehr. Und ich sage mal, die haben genauso ein Recht auf dieser Map oder auf einer Karte, wo eine freiwillige Feuerwehr ist. Wo man, wir haben ja auch die Objekte dazu, wir haben ja auch die ganzen Mods dafür, ja, freiwillige Feuerwehr. Und ich denke mal, ich würde das gerne haben, dass ich dann sage, okay, ihr seht es ja selber jetzt auch hier, wenn ihr guckt, ja, da ist ja die Freiwillige Feuerwehr, ne?
Da habt ihr das ja gesehen. So, hier, da steht sogar noch die Drehleiter. Und da oben ist ja die Freiwillige Feuerwehr. Warum soll die jetzt nicht auch das Recht haben? Boah, jetzt bin ich voll zu weit gefahren, ne? Warum hat die nicht auch das Recht, mit auf der Karte zu spielen? Wir haben Fahrzeuge da, die wir dann einsetzen können, weil diese Fahrzeuge könnte ich zum Beispiel nicht umlackieren. Ich kann nur bestimmte Fahrzeuge umlackieren, das hat diese Gruppe schon gemacht. Wir sind da jetzt mit neuen Fahrzeugen in Verhandlungen, wie wir das hinkriegen. Aber für mich ist halt wichtig zu sagen, und wenn ich jetzt hier eine Karte habe, ja, alle. Hatschi! Entschuldigung. Wenn ich jetzt hier die NF-Marsch habe mit einer Stadt, kann ich hier eine Berufsfeuerwehr bauen? Ja, alles gut. Aber wo baue ich die Feuer, die Freiwillige Feuerwehr hin? Ja, weil die Freiwillige Feuerwehr ist ja davon abhängig, dass die Feuerwehrleute irgendwo berufstätig arbeiten und in ihrer Freizeit 365 Tage, 24/7 dann ins Feuerwehrhaus rennen. Okay, bei den Großstädten, bei den Berufsfeuerwehren ist es so, dass die ab 18 Uhr bis morgens um 6 Dienst die Freiwillige Feuerwehr besetzen. Hier wäre es vielleicht anders. Aber wo soll ich denn hier bitte eine Freiwillige Feuerwehr hinsetzen, außerhalb der Stadt? Da ist ja die Anfahrt gar nicht gegeben, ja? Wenn ich hier jetzt zum Beispiel, was weiß ich, ich baue jetzt hier, kann er hier die Freiwillige Feuerwehr. Ja, hier können sie es noch schaffen. Aber soll hier auch gleich die Berufsfeuerwehr sein? Nein. Bullshit. Gefällt mir nicht. Ja? Soll ich hier vielleicht irgendwo die Freiwillige Feuerwehr hinsetzen? Ja? Ist der Anfahrtsweg schon wieder von den Kameradinnen und Kameraden viel zu weit? Also wäre jetzt Bullshit. Ja? Und umso mehr ich rausgehe, umso mehr wäre es sinnlos. Ja, natürlich, klar. Ich kann, warte mal ganz kurz, ich muss gerade mal gucken, das war hier hinten, glaube ich. Ja, hier sind drei Häuser auf Deutsch gesagt. Soll ich hier eine freiwillige Feuerwehr hinbauen? Anfahrtsweg gleich haumichtot.de. Ja, also wenn ich jetzt hier eine freiwillige Feuerwehr hinbaue, ja, alles wunderschön gut. Keine Ahnung, ich sag mal hier eine Wache oder was weiß ich jetzt hier irgendwo eine Wache hin. Hier drei Bäumchen weg, ein kleines Feuerwehrhaus hin. Ja, aber wenn hier der Aldi brennt, was ja schon vorgefallen ist, ja, bis die Berufsfeuerwehr von ganz da hinten hier vorne ist, ist der Markt gegessen. Ja, dann haben wir einen richtigen Vollbrand. Das ist auch nicht das Ziel. Und bei einer freiwilligen Feuerwehr musst du natürlich auch dann gucken, was stellst du an Autos? Meistens haben die ein MTW drin und vielleicht ein LF10 oder ein LF8 oder so. Das müsste man gucken. Ja, da ist auch nicht die neueste Purpack drin, sondern dann ist dann einfach, ja, andere Autos, ne, wie bei der Berufsfeuerwehr. Bei der Berufsfeuerwehr steht die Drehleiter, der Wechsellader, der Bagger und was der Geier was. Und bei der Freiwilligen Feuerwehr steht es nicht unbedingt eine Drehleiter mit drin, weil sie wissen, dass die Berufsfeuerwehr vor Ort ist. Also ihr seht, es wäre etwas, ja, wäre nicht so schön. Also es würde mit Sicherheit keinen großen Spaß machen. Jetzt ist die Frage, es gibt ja Karten, wo ihr euch mit Sicherheit besser auskennt, weil ich einfach nur fixiert auf die NF-Marsch bin. Ich habe mich überhaupt nicht richtig angeguckt. Wenn man so ein paar LS22-Videos sieht von zum Beispiel Paule und Ansgar, ja, die machen ja auch so ein bisschen Feuerwehrvideos, aber die haben, glaube ich, andere Karten. Da ist kein einziger von denen auf NF-Marsch, weil die haben das halt richtig gemacht. Die haben da eine Karte, ich sag mal Ostbeck, glaube ich, zum Beispiel. Da gibt es mehrere kleine Ortschaften. So, da hat man vielleicht eine Stadt, da macht man die Berufsfeuerwehr rein und dann macht man rundherum zwei, drei kleine freiwillige Feuerwehren. Ja, baut sich dann, sucht sich ein kleines Plätzchen, macht so ein kleines Häuschen hin. Haben wir ja unsere Mods. Das wäre so eine Idee. Deswegen wäre jetzt mal mein Wunsch an euch, ob ihr vielleicht einfach mal in die Kommentare schreiben könnt, Ideen reinbringen könnt, dass zum Beispiel die Map, die Map, die Map, die Map optimal dafür wäre. Ja, auf der NF Marsch, die bleibt als Black and White Projekt, wo ja auch alles kaputt geht und es wieder neu machen muss. Da fange ich ja bei Null wieder an. Geht nicht anders. Aber LS22 Feuerwehr würde ich wirklich gerne auf einer anderen Karte spielen, wo wir dann auch die Freiwillige Feuerwehr integrieren können mit der Berufsfeuerwehr zusammen. Das ist so mein Wunschziel. Würde mich riesig drüber freuen, dass ihr vielleicht das mal in die Kommentare schreiben würdet. Macht mal Ideen rein. Ich sage auch ehrlich, ist das nicht der Fall, dass es keine Ideen oder so kommt. Ja, muss ich halt selber irgendwie gucken. Oder ich weiß nicht, ob ich dann das Projekt dann weitermache, LS22 Feuerwehr. Weil es soll ja eigentlich mit euch zusammen sein, dass ihr mir da so ein paar Ideen gibt, ja, auch Einsätze etc. pp. Aber da kommt halt manchmal nicht viel. Und deswegen sage ich mal, Frage, rentiert sich das dann noch? Aber ich habe ja Bock drauf. Ich will es ja eigentlich auch machen. Ja, aber dazu brauche ich eure Hilfe. Guckt mal bitte rein,
ob ihr irgendeine schöne Karte findet. Gerade so, die, ich denke mal so, vielleicht die Ostbeck Deutschland. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch, keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung, weil ihr kennt die Karten viel besser. Weil es sind so viele Streamer, die immer wieder die neuen Karten da vorstellen, ja, und da so zu so erzählen und so. Es geht nicht um die Felder. Die Felder sind mir eine Schnurzpipi, egal, ob die rund, Karo, Siert, was weiß ich, oval, ist mir alles wurscht, egal. Für mich ist es wichtig, dass ich so eine größere Stadt habe und da kann ich eine Berufsfeuerwehr reinbauen und dann so drumherum so zwei, drei kleine Ortschaften, so mit, wo schon mal 10, 15, 20 Häuser stehen, wo wir dann sagen, okay, da können wir eine freiwillige Feuerwehr hinbauen, vielleicht noch ein bisschen Industrie mit, dass sich auch rentiert wegen den Einsätzen. Ja, das wäre so der Wunsch, den ich hätte. Dazu brauche ich eure Hilfe. Es würde mich echt, wie gesagt, super freuen, wenn ihr da jetzt mal euch kreativ einbringen könntet. Das wäre echt klasse. Da würde ich mich echt drüber freuen. Ist, wie gesagt, es ist NF Marsch, ich liebe diese Map. Sie wird auch immer bleiben. Und wie gesagt, hier bleibt das Black and White Project, wird hier gemacht. Geile, ja, super geile Karte. Brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Aber für eine Berufsfeuerwehr und mit Freiwillige Feuerwehr zusammen wäre das nicht so schön. Es wäre den freiwilligen Feuerwehrkollegen oder Kolleginnen nicht fair gegenüber. Weil ich möchte, dass die auch mit drin sind. Weil die auch einfach in der Realität in jeder großen Großstadt auch sehr tatkräftig und fleißig da mitmachen und unterstützen. Ja. Es ist nicht immer nur die Berufsfeuerwehr. Ohne freiwillige Feuerwehr wird auch eine Berufsfeuerwehr nicht überleben. Das ist einfach so. Deswegen haben die genauso ein Recht, hier mit bei dem Spiel dabei zu sein. Und wir haben ja auch die Mods, da haben sich ja auch die Leute extra dafür Gedanken gemacht mit dem schönen Feuerwehrhaus. Freiwillige Feuerwehr, das würde dann auch passen. Ja, also da habe ich auch richtig Bock drauf auf das Projekt. Wie gesagt, helft mir mal bitte, wenn ihr das macht. Schreibt ein paar Kommentare rein. Sucht euch mal Karten raus. Gebt mir mal paar Ideen. Ich gucke mir diese Karten an und werde die dann auch definitiv dann vielleicht auch umsetzen und gucken. Hier geht's schon weiter los. Und dann hoffe ich, dass ich die richtige Karte mit eurer Hilfe zusammen finde, für LS22 Feuerwehr Project zu starten. Sollte zeitnah passieren. Und dann, denke ich mal, gibt es überhaupt keine Probleme. Würde mich riesig drüber freuen. Dann sage ich jetzt schon mal Dankeschön. Geh mal wieder auf meines, voll abgestürzt in den, hier, ne, Fahrzeuge. Wie gesagt, dieses Fahrzeug wird so nicht bleiben. Ich gehe davon aus, dass die, die super Jungs, die das machen, diese Konzipierung, dass die mir das alles lackieren, umbauen werden. Ich habe da schon, wie gesagt, gute Gespräche mit. Die machen das ganz toll, die geben sich da richtig Mühe, wer das dann ist und wie die Gruppe heißt. Werde ich dann irgendwann, wenn es alles steht, werde ich das in den Videos bekannt geben, weil da kann man echt für nur sagen, Bravour, weil ich kann es nicht, ich weiß nicht, wie das geht, aber ich finde, das sieht professionell aus, das sieht richtig toll aus, ja. Wenn es jemand kann, super, ich kann es nicht, aber das sieht richtig schön aus, das gefällt mir richtig gut. Deswegen. Ne? Gut, dann sage ich Dankeschön, wenn ihr euch das Video anguckt, lasst Like da, lasst Abos da, würde mich riesig freuen und vor allem wichtig, schreibt bitte in die Kommentare, ich brauche echt eure Hilfe, das würde mich riesig drüber freuen. Super, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und es kommt demnächst wieder ein Video von Black and White. Und wenn wir das haben, werde ich natürlich dann auch mal die Karte vorstellen, die den den besten Abschnitt dann hat. Ja. Und dann werde ich die dann vorstellen, bezüglich ein Video machen und dann so meine Pläne vorstellen, wie ich mir ein Feuerwehrhaus oder die Berufsfeuerwehr vorstelle. Jetzt gibt es noch keinen Namen von der Berufsfeuerwehr. Und weil ich ja die Karte nicht habe und dann auch die freiwillige Feuerwehr. Super, dann sage ich Dankeschön, wünsche euch noch einen schönen Tag, auch wenn es regnet. Lasst euch nicht ärgern, bleibt alle gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö und ciao, Kakao.